Yes. Okay, Leute. What's up? Hi. Hi from Colombia. What's up? Waren die Kinder sehr anstrengend? Leute, es war einer meiner anstrengendsten Tage. Mein Tagesablauf war so, ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden und ich dachte, mir fallen gleich beide Augäpfel raus. Dann sind erstmal die zwei Monster eingetroffen und sind mir komplett auf den Sack gegangen. Dann habe ich für die mit Ivana gekocht. Und eine von, oder die haben es beide gar nicht gefeiert, das Essen. Und dann dachte ich mir komplett, jetzt ist vorbei, jetzt brauche ich Zeit für mich. Dann habe ich die allein gelassen. Dann waren die hier ein bisschen im Wohnzimmer und die sind 3 und 5? Nee. Oder 3 und 6? Oder, nee, 4 und 6? Und die haben halt schon ein Tablet. Die Ältere hat mit 6 Jahren schon ein fucking iPhone 5. Und ich denke mir so, what the fuck? Heilige Scheiße. Wann kommt ein neues Cover? Ich war schon die Tage unten im Studio und habe mir ein paar neue Sachen überlegt, aber derzeit bin ich wirklich out of ideas. Also ich weiß, viele sagen, mach das und das, aber das ist meistens nicht einfach umzusetzen. Weil ich versuche jetzt nicht straight ein Cover hochzuladen, sondern immer, wenn, also ich versuche Mashups zu machen sozusagen in letzter Zeit. Und ja. Nimm mal Guest. Okay, dann nehme ich dich Guest. Alter, normal heutzutage. Nicht lästern. Ich lästere doch gar nicht. Ich meine bloß, ich hatte das. Ich hatte Hallo. Das alles damals gar nicht. Was geht? Hi. Hallo. Oh mein Gott, ich habe mich gerade voll erschrocken. Warum? Ja, ich dachte so, du nimmst mich jetzt eh nicht Guest. Auf einmal sieht Willst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du bist, was du machst? Ich heiße Senna, bin 14 Jahre. Das war's. Ich bin Mädchen. Und du bist. Hast eine Lukas Rieger Fanpage, wie ich gerade gesehen habe. Oh nein, wie schlimm. Soll ich dir auch eine machen? Nein, nein, es geht gar nicht darum. Es sollte gar nicht böse rüberkommen. Alles gut. Nee, ohne Witz. Ja, seit wie vielen Jahren kennst du, oder seit wann kennst du mich schon ungefähr? Weiß nicht, ich glaube auch 2 Jahre. Okay. Also ich habe halt in meiner Klasse so eine Wombre-Fan. Wann kommst du wieder mal nach Köln? Weil ich wieder mal nach Köln komme. Ich war letztens erst für... Ich weiß, aber ich habe dich verpasst. Hast genau dann gesnappt, als ich nach Hause gegangen bin. Genau dann hast du gesnappt, dass du in die Stadt rausgehst. Weißt du, das ist voll... Ja, so ist das Leben, was soll man machen. Ich war eh nicht lange in der Stadt. Ich bin da einfach kurz durchgerusht und wollte eigentlich was shoppen, aber dann waren... Weil an dem Tag war dieses Lichterfest, Lichter irgendwas. Köln-Lichter. Ja, ich dachte, ich raste komplett aus, weil da waren so viele Leute und ich dachte, ich sterbe einfach. Ja, das ist normal für Köln. Es war sogar noch einer der leeren Tage. Ja, war alles zu viel für mich. Ja, wenn man es nicht auskennt, ist miese Sache. Okay, du hast... Oh. Kölner Weihnachtsmarkt gleich Abbruch. Was heißt das?
Ach so, weil da so viele Leute sind, kann ich mir vorstellen. Wie geht's dir, Mario? Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich will mich auch nochmal entschuldigen, dass ich in letzter Zeit nicht so krass viel gestreamt habe. Also die, die jetzt zuschauen, ich weiß, die meisten wünschen sich, dass ich viel mehr streame, aber ich bin in letzter Zeit. Ja, alles aggressiv. Oh Mann. Oh. Leute, was soll ich mir nehmen? Wir haben einen ziemlich vollen Kühlschrank. Soll ich mir so ein Müsli nehmen, wo Milch drin ist? Darauf habe ich mega Bock. Soll ich mir. Darauf habe ich okay Bock. Oder soll ich mir. Wir haben einen Nudelsalat. Wow. Und ein Wasser. Damit könnt ihr mich jagen. Übrigens, für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich wissen es eh viele, ich bin komplett wasserallergisch. Nicht einen Preis ausgehandelt. Eier und Wasser, beste. Kannst du mir bitte nicht gratulieren? Hab heute nicht Geburtstag. Verstehe ich nicht. Boah, jetzt habe ich Bock auf Spiegelei. Ich habe sogar noch Sucuk da. Sucuk mit Spiegelei ist das Allerbeste. Ich würde das jetzt sogar machen, aber die Küche ist ein wenig offen.
Leute, was macht man? Was mal kurze Frage. Was macht man zuerst rein? Macht man zuerst immer das Müsli oder die Cornflakes rein und dann die Milch oder zuerst die Milch und dann Cornflakes? Das ist wirklich eine, weil da wurde ich schon echt so oft angeschissen, weil ich manchmal zuerst die Milch reinmache und dann erst. Leben hat falsch gemacht. Okay. Thank you. Erst Müsli. Okay, ihr könnt wieder Witze rein. Schreibt wieder Witze rein. So just send me some jokes. And I'm gonna pin the best joke in this stream. Right now. Let's go. Ich feiere es absolut. Jetzt schreibt mir meine Schwester über WhatsApp, was ist orange und guckt durchs Schlüsselloch. Und dann kommt direkt als Antwort, genau, eine Spanderine. Die ist einfach so schlecht. Und vor allem meine Schwester, die findet das halt wirklich lustig. Mich grüßen, Helena. Schreibt weiter Witze rein. Dann lädt man einen Fetten zur Party ein. Konfetti. Wie nennt man einen Veganer mit Durchfall? Dann konntest du gerade essen, Leute. Smoothie Maker.
Was macht eine Blondine im Reisfeld? Sie sucht Onkel Benz. Oh Mann, Leute, nein. Nein. Das sind doch keine Witze. Oh Gott. Okay, Leute, wir lassen das lieber mit den Witzen. Frag mich aber was ganz Normales. Wir können mich einfach alles fragen. Alles, was ihr wollt. Übrigens, in ich bin mega aktiv in letzter Zeit auf Instagram. Wenn ich nicht zurückschreibe, hat es entweder damit zu tun, dass ich es verpeile oder so ein Gespräch aufhören sozusagen. Kennt ihr das? Und dann eine muss ja irgendwann das Ende machen. Deshalb. Oder ich mag euch einfach nicht. Ja. Würde das selber nicht mehr durchblicken. Deshalb einfach reinschreiben. Ich kann nicht garantieren, dass ich jedem antworten kann. Und gut ist. Who's doing your eyebrows? Me, myself. Like, if there's no one at home, yeah, I'm doing my eyebrows. Sometimes, and sometimes my sister. You have amazing hands. No, I have normal hands. Okay.
Ja, sollen sie machen, keine Ahnung. Ich verstehe es allgemein nicht, was sich Leute dabei denken. Also was sie davon haben, überhaupt Fake-Profile zu erstellen, weil, ich weiß nicht, geilen die sich darauf auf, irgendwie, dass sie vorspielen, eine andere Person zu sein. Noch nie in Sinn gekommen, was es bringen soll. Deshalb. Serien guckst du? Ich gucke derzeit ehrlich gesagt nichts mehr, weil ich nicht weiß, was es gibt. Do you have any Netflix series? If yes, let me know. Habt ihr irgendwelche Serien, lasst mich einfach mal wissen. Also entweder auf Netflix oder geht auch Amazon Prime oder eigentlich alles. Lasst mich einfach mal wissen, was es für geile Serien hat. Also dieses Basic-Zeugs, das was man gesehen haben muss, das habe ich eigentlich auch schon gesehen. Wie hat das Lied von deiner Story gestern geheißen? Welches Lied meinst du? Ich mache am Tag der Zeit um die 10 Stories. Deshalb weiß ich es gerade nicht. Hast du Riesenhände? Nein, habe ich nicht. Ich habe mega kleine Hände. Meine Hände sind wirklich, wirklich klein. The Rain kenne ich. Mega gute Serie. The Walking Dead sowieso. How I Met Your Mother hat mich noch nie angesprochen. The End of the Fucking World. I think I have to watch this one. Because I heard a lot of positive things about it. Save This Life. Yeah, I can do that. Okay, I'm gonna take the last guest for today. Make sure to leave a follow. That's everything you have to do. Then I'm going offline. Because here it's really hot. And I think I'm going to the city later with my sister. Supernatural, bitte grüß mich. Ferrari Alcantara, ich grüße dich. Peace. Und was geht gerade um Serien? Was es für Serien gibt? Weil ich schon recht viele geschaut habe und ich weiß, was ich jetzt noch anschauen soll. Hi, Jackie. Jackie wurde. Ich habe jetzt irgendjemanden angenommen. Jetzt kommt gerade meine Mom. Hallo, hallo. Hi. Alles gut? Ja, und bei dir? Ja. Ja. Ich höre mich echt. Kannst du da nicht hinein? Ja. Echt krass. Victoria, hast du irgendeine Frage? Oh mein Gott, ich bin gerade voll überfordert, weil ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mit dir hier
bin. Alles gut, ist gut. Weil wenn ich jetzt... auch kommen würdest. Ganz gut. Alter Hund! Warte. Okay. Ich bin wieder da. Jetzt nochmal. Hallo? Hörst du mich? Hä? Ich habe am Ende geredet und sie hat nicht geantwortet. Victoria, tut mir leid. Ich nehme die Gäste und die rennen eine halbe Stunde durch die Wohnung. Warum reden die nicht? Ganz ehrlich, ich singe jetzt einfach ein Lied und dann machen wir das nächste Mal richtig Gäste, weil wenn jetzt hier noch 5 Leute so kommen und am Ende geht die Tonqualität nicht. Oh, Leute.